Internet und YouTube. Ich musste nochmal vom Kontrollpunkt starten. Und jetzt habe ich die E-Taste wieder hier. Super, das macht so viel Spaß. I'm ready. Oh, goodbye, my friend. Oh. Superb. Glaubst du, ich wüsste nicht, dass die Finsternis dich und alle deine Handlungen verändert? Sie wird dich kontrollieren, wie sie es immer mit den Schwachen tut. Sie lässt dich Dinge sehen, nicht wahr? Wir haben hier die harte und die leichte Tour. Leicht? Gib mir einfach den Gral. Hart? Ich reiß dir den Gral aus den toten Händen. Jackie, du hast Wahnvorstellungen, oder etwa nicht? What? So, let's Das war der falsche Knopf. Warte, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Danke. Komm schon, Jackie. Hier geht's lang. Gemütlich. I'm loving it. Oh, nicht mit der Geisterbahn. Nicht mit der Geisterbahn. Oh. Mein Gott, das wird so gruselig. Versprich mir, dass du mich beschützt. Du gehst mir langsam auf die Nerven, Jenny. Was ist das? In dieser Art. Sag nicht, dass du dich immer noch im Dunkeln fürchtest. Oh oh. Mach keinen Quatsch, ja? Mach deine Suppe fertig und... Macht das Spaß, oder was? Fürchterlich. Was war das? What? Was zum... Achtung! Da ist er nicht mehr. Sexy. Oh mein Gott, schau! Was wir suchen, ist hier in der Nähe. Oh ja, beruhigend. Findest du das lustig, Jenny? Danke, dass du mich beschützt hast. Wie kann ich dir danken? Gold. Nur Bares ist Wahres, Jenny. Du solltest nicht hier reingehen. Ja, so viel dazu. Gemütlich.
Diese alte Reliquie kann dich so lange halten, wie es dauert, dir die Finsternis zu entziehen. Und dann verbrennen wir dich bei lebendigem Leib. Schön gemütlich warm. Ich versuche dir zu helfen, aber jetzt machen wir es auf die harte Tour. Nicht zu machen. Mr. Peevish, bereiten Sie das Dornbett für den Transport zum... Als ich das erste Mal erwischt wurde, steckten sie mich an einen Platz wie diesen. Nicht die Cops. Diese Weicheier haben mich nur verwarnt. Aber die Wichser im Waisenhaus, die nicht. Sie haben mich direkt in die Kiste gesteckt. 24 Stunden eingesperrt. Im verdammten Keller. So eine schwarze Dunkelheit hast du noch nie erblickt. Sowas ist zu viel für ein Kind. Möglich, dass ich daran zerbrochen wäre. Doch sie war für mich da. Einmal die Stunde fand Jenny einen Weg, sich herunterzuschleichen und durch die Tür zu flüstern. Keine Sorge, Jackie, ich bin hier. Aber das ist lange her. Jenny wartet nicht vor der Tür. Und ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Die Bruderschaft glaubt, dass sie mich hier einsperren können. Aber sie haben keine Ahnung, mit wem sie sich anlegen. Ich bin die verfluchte Dunkelheit und ich bringe die Finsternis mit. Na? Lass dich nicht aufhalten. Was ist los? Oh, Scheiße. Er hat sich selbst geschnitten. Nein, es ist okay. Ich glaube, er hat sich an den Werkzeugen gekratzt. Da drin sieht's aus wie in einer eisernen Jungfrau. Bitte sehr, Großer. Alles wird gut. Du weißt doch, dass du nicht da drin sein sollst. Herrje, Jackie. Dr. Wick würde mir den Kopf abreißen, wenn er wüsste, dass du bei all den Werkzeugen warst. Du hättest dich verletzen können. Gott verdammt! Ich muss hier raus! Wenn sie die Finsternis kriegen, verliere ich Jenny! Es gibt keine Finsternis, Jackie. Und Jenny ist hier. Niemand hat sie, okay? Hey, du hast keine Schwierigkeiten, okay? Aber komm nicht hier rein, kapiert? Los, geh raus, bevor dich noch jemand sieht. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Er denkt, er wäre der Kopf der Mafia. Letztes Jahr war er ein Spion des britischen Geheimdienstes. Nur Geduld, Jenny. Niemand wünscht sich mehr als ich, dass Jackie anspricht. Die Medizin braucht Zeit, Jenny! Um zu wirken. Oh nein, er ist noch nicht bereit, mich zu sehen. Jenny, warte! Ah, Schönling. Jenny will dich jetzt nicht sehen. Hab gehört, das letzte Mal warst du zu berührend. Witzig. Kill ihn. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Versuch das nochmal, du Spinner. Das wirst du bereuen. Finde eine Waffe. Jenny, ich weiß, du kannst mich hören. Ich könnte den ganzen Tag so tanzen. Geh mir aus dem Weg. Ey. Mama. Finde eine Waffe. Frank, hast du eine Waffe? Chief. Frank ist hier. Frank. Hat dir zufällig jemand hier eine Waffe? Hallo, Jackie. Nimm besser wieder deine Medizin. Du hast weniger Halluzinationen, wenn du dich an deinen Zyklus hältst. Und Dr. Wick sagt, wenn du das tust, kannst du Schwester Jenny wiedersehen. Wie wäre das? Das wäre super. Ich will Jenny hier rausbringen. Nimm weiter deine Medizin, Jackie. Ach, ja, ich wusste, dass du das sagst. Hier liegen genügend Waffen rum. Hier? Hallo. Du hast sicher eine Waffe. Johnny. Johnny, komm schon. Du musst mir hier raushelfen. Ich kann meine eigenen Augen nicht sehen, diese Medikamente. Sie sagen, sie wären zu meinem Besten, aber das sind nur Lügen, Jackie. Sie wollen die Realität verändern. Johnny, alles okay? Was haben sie dir angetan? Nichts. Gut. Der Ping-Pong-Schläger, damit ziehe ich ihn mal rüber. Ah. Geh weg. Hör zu, Kumpel. Bist du der Typ, der weiß, wie man hier rauskommt? Oh, Jenny, wo bist du? Jackie, hier bin ich, Jackie. Ich arbeite den Flur runter. Oh, Jenny, ich liebe dich so. Ich war so traurig ohne dich. Natürlich, küss mich. Gott, hoffentlich ist das hier nicht real. Komm nicht wieder. Auf der Toilette, natürlich. Nurse Jenny Romano. Hey, hi, Doctor, Jackie. Doctor, bring me a weapon. Kann ich dir helfen? Kann ich mit dir mitfahren? Wohin geht's? Du siehst heute ziemlich klar aus.
Du machst aber nicht immer noch ins Bett, Jackie, oder? Manchmal. Ich freue mich auf unsere nächste Sitzung. Swifty, wo finde ich ein Messer, ein Schraubenzieher, was Spitzes? Ich kann meine Zähne nicht finden. Hilfst du mir, meine Zähne zu finden? Verdammt! Psychos! Sie schon wieder. Dolfo, wenn mir irgendjemand hier helfen kann, dann du. Ich brauche eine Art Waffe, egal was. Was? Ja, ja. Ich habe Panzerdivisionen, Kampfflieger. Gut zu wissen. Kennst du den Weg raus? Wir müssen sofort mit der Planung anfangen. Geh zum Hausmeisterschrank. Da findest du, was du brauchst. Ja. Du musst in Zangenformation vorrücken, bis wir Paris erreichen. Und sprich nicht mit den Bolschewiken! Wenn du fertig bist, werde ich dir wieder helfen. Okay. Für das Vaterland! Jawohl! Die Nation der Tschechoslowakei existiert nicht mehr. Absolut. Hey, beruhig dich, sonst gehst du zurück auf dein Zimmer. Njum. Njum. Komm schon. Na? Na komm schon. Das willst du nicht tun, Äffchen. Was? Na bitte, komm schon. Wir haben nicht viel Zeit. Moment mal. Kenn ich dich nicht? Du musst keine Angst haben, Jackie. Ich hab keine Angst. Ich bin scheiß angepisst. Wurde verdammt nochmal auch Zeit, was? Mach die Tür zu. Jetzt dreh dich um. Hallo, Äffchen. What? Hallo. Oh, Mama. Gib mir eine Waffe, gib mir eine Waffe, 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 Waffe. Hier ist keine Waffe. Du bist drin und draußen, Mann. Kaum am Leben und noch nicht ganz tot. Was? Komm schon, wir haben nicht viel Zeit. Die Finsternis hört uns nicht, weil sie schwach ist. Warte, ich verstehe nicht. Das sollst du auch nicht. So macht die Finsternis das, verstehst du? Du bist tot, aber sie kann nicht zulassen, dass du zur Hölle fährst. Diese Anstalt wurde für dich gebaut, damit du denkst, du wärst irre. Aber das ist nur ein Filter, klar? Was? Die Anstalt ist nur ein Trugbild. Die Finsternis hat sie erschaffen, damit du nicht zur Hölle fährst. Damit du beschäftigt bist, während sie dich zusammenflickt. Du sollst davon fernbleiben. Ich verstehe absolut nicht. Da sind wir. Was? Wieso? Ich weiß nur, dass sie euch beide auseinanderhalten. Ich glaube, sie hat Angst. Sag mir, wie ich zu ihr komme. Nein, ich habe schon zu viel riskiert, Äffchen. Zu viel gesagt. In der echten Welt kann ich nicht sterben. Aber in der Anstalt kann die Finsternis mich töten. Game over. Kein Rückfahrschein für mich. Ich muss zu ihr. Keine Zeit, Äffchen. Du darfst ihnen die Finsternis nicht überlassen. Wenn du sie verlierst, verlierst du Jenny. Siehst du das? Der Weg heim, Dorothy. Nun geh schon. Mach die Augen zu und spring in meinen Kopf. Wir machen eine Spritztour. Yay! Der Schmerz muss nicht auszuhalten sein, Jackie. Hättest du meine Angebot angenommen, wäre dieses ganze Leid vermeidbar gewesen. Es dürstet mich danach. Ich brauche sie. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Geduld. Hilf mir! Traut euren Augen!
Alright, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen, YouTube. Macht's gut. Tschüss.